Hilfe! Hilfe! Ah! Leute, springt raus! Springt raus! Ja? Nein! Ah! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play War Thunder. Mit mir, dem Michael Cooper, und natürlich mit der fliegenden Ente. TH, wie bitte? Ente gesagt. Ente. Ente. Ach Mann, ey, ich bin doch gar nicht so eine Boje. Was willst du denn da sein? Ein Kranich? Ja, das wäre schön. Ein Rabe? Ja, eher nicht. Ich halte mich eher so für so einen fetten Spatt. Da krieg ich wieder Ideen für Thumbnails auf. Gut, und heute fliegen wir mal, ne? Ich hab's endlich erreicht. Die legendäre, ihr werdet sie alle kennen, die B-17, die fliegende Festung, TH. Genau. Ja, die fliegen wir jetzt mal. Letzte Runde war ja eine bisschen kurz, aber war ja generische Bombe, war ja eher Schlachtflugzeug. Und die B-17, das muss man erlebt haben, würde ich sagen, ne? Ja. Deswegen. Auf, ist noch ganz neu bei mir, ist noch, wie man so schön sagt, Vanilla. Die Jungfrau-Saison. Genau, jetzt werden wir mal zärtlich rangehen, würde ich sagen. So, bitte, ich bin bereit. Aber du wirst schön vorsichtig die Bomben reinschieben. Schön. Wie bei einem Zäpfchen oder was? Oh, das ging aber schnell heute. Berlin! Das kann ja von Berlin an, das ist ja. Wenn du jungfräulich bist, dann geht's schnell. Das ist. So. Ne? Wir fliegen große Ziele an. So, ich habe ja keine nichts anderes, diese Änderung. Ja. Große Ziele, alles klar. Du kannst am besten alle mit Emma rausschmeißen, ich weiß nicht, wie viele. Ja, ich habe die Tasten 8500 LB, irgendwas. 250 schon. Ah, da bist du ja, die jetzt. Ich bin direkt hinter dir. So, wir bleiben zusammen, ne? Ja. Weil wir sind ja auch ziemlich gut rundum bewaffnet, sag ich mal. Leicht steigend. Gibst du Gummi? Nee, die hat nichts zum Gummi geben. Ach so, ja. Weil du weißt, ich hab nur alte Motoren und so einen Scheiß. Ja. Ich würde sagen, wir fliegen die linken beiden an. Okay. Du wirfst auf das vordere. Okay. Am besten alles. Ich schmeiß auf das hintere eine. Ja, du hast Tausender, ne? Sechser hast du gesagt. Nee, ich habe zwei 2000er. Zwei 2000er, also 2000 also Kilo Bomben. Zweimal 1000 Kilo Sprengstoff. Ja, ja. Nee, 2000 Kilo Bomben. Das sind 500 Sprengstoff. Ja. Muss ja nochmal rechnen bei den amerikanischen Angaben, das ist ein bisschen verwirrend. Übelst. Wenn wir mal ein bisschen Gas gehen hier, mein Freund, Gelb. Ja, ich bin nicht der Schnellste. Aber ist schon eine schicke, ne? Ist die schöne. Ist wirklich die schöne. Alter, ich muss ins Cockpit gehen. Ich weiß nicht, ob die bloß einen Platzhalter hat. Ja, Platzhalter. Es kommt irgendwas entgegen. Nee, ne? Oh nein, meine Motoren werden heiß. Wir müssen 97 oder 95 runtergehen. So, Bombenvisier. Ah, du hast gesagt, die Mitte, ne? Dieses wackelnde Ding ist es nie, weil ich letztes Mal verfehlt habe. Die Mitte, genau. Komplett egal, was ist die Mitte. Also am besten tust du den Nullwinkel auf die Dings ausrichten. Ne, ist bei mir nie. Du hast doch an der Seite steht ein Nullwinkel dran.
Ich muss gleich werfen, ich weiß es nicht. Das ist eine kleine Linie ist das. Eine doppelte, aber die ist viel weiter unten bei mir. Eine ist raus. Also wirklich auf die Mitte jetzt. Ich mach's einfach auf die Mitte. 264 ist ein Bonbon. Ich drehe jetzt ab und versuche das andere Ziel noch zu bombardieren, bevor die Fockwolf kommt. Okay, ich muss Fliege machen. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Nein, TH. Amerika-Bombe unter mir. Können wir vorne auf dem Flughafen auch schon landen eigentlich? Warte mal, wird der angezeigt? Ja, der wird auch angezeigt. Oh, ich hab getroffen. Doch, Sister, hast recht. Also Mitte. Ja, Mitte. Aber ich hab's nie geschafft, ne? Nee. Also sind wir so hoch gematcht. Ich hab die Hälfte bloß. Ich hab auch nicht viel. Du hast auch nicht viel. Oh Gott, das war eine Maximalgeschwindigkeit hier von dem Ding. Nee, das ist das erste Mal, dass ich mit der dicken fliege. Ja, ich glaube, ich fliege lieber den hinten an, weil das werde ich jetzt nicht schaffen, den vorne hin. Müsste ich zu schnell runter. Ich bin schon bei komplette Geschwindigkeit 541 und Luftgeschwindigkeit 460. Thomas, lebst du noch? Nein, nicht mehr. Nein. Also ich habe die TA zwar irgendwie kritisch getroffen, aber ich bin down. Scheißendreck. Wie sind wir denn eigentlich gematcht? Eigentlich sind wir hoch gematcht, also niedrig gematcht. Warum sind dann die Basen so gut? Ja, weil wir einfach mehr abwerfen müssen. Ich habe alle rausgehauen. Naja. Ja, du kriegst ja dann 12. Dann müsste es reichen. Ah, hier bin ich eigentlich. Ach, das gibt's ja nie. Schöne Felde, Ei. Wildau. Ach. Na, ich schaff's nie ganz mit hier lang. Ich muss trotzdem nochmal rumdrehen. Ach du Scheiße. Ja, das ist mein erster schwerer Bomber hier in dem Spiel. Ja. Oh Gott, ich hab das Ding noch nicht geladen. Ach du Scheiße, das wird hier Premieren ohne Premieren, das kann man nicht. Lustig, tralala. Oh, ist wieder eine Wärme jetzt bei mir drin. Ja. Auf jeden Fall musst du vom Gas gehen. Ich muss nochmal rum. Ja, ich geh dann gleich vom Gas. Ich bin auf 41%. Hä, ich wurde auf 0, Scheiße. Hätte schon landen können. Ich wäre schon wieder hier, bin ich hier. Ich muss nochmal eine Schleife ziehen, weil ich wieder nie aufgepasst habe. Hab zu sehr mit TH-Schicksal mitgefiebert. Bist du denn schon rausgesprungen, TH? Ja, muss ich schon. Über Feindgebiet. Nein, TH. So, das dicke Ding dreht ja bestimmt nie. Jetzt könntest du deine Schleife fliegen, das würde reichen. Langsam, ja. Die ist eigentlich relativ wendig, geht. Für so einen schweren nur so bändig. So, und jetzt kannst du eigentlich schon vom Gas gehen und langsam reingleiten lassen. Nee. Na, so ein bisschen hoch. Genau, vorwärts rausklappen. Und noch die Nase ein bisschen hoch, das ist langsam aus. Ist mein Vorwerk schon außen? Es fährt raus. Landeklappen.
Was waren Landeklappen? Muss er extra? F. Bei der anderen hat es automatisch gemacht, so eine Scheiße. Zu schnell. Am besten tust du durchstarten. Ach, Scheiße. So ungewohnt, oh, die Größe, weißt du, das Verhältnis. Ah, fuck. Voller Emme, klappen wieder rein. Ja, ja. Das ist mit den schweren Dingern, das ist ungewohnt, ey. Das höchste, was ich jetzt geflogen bin, war mittlerer Bomber. Bomber muss gelernt sein, am besten durchstarten. So. Na, üben, ja. Na, da wird das gleich jetzt hier in. Fluglehrlingkurs für Bomber, für schwere Bomber. Genau, am besten fährst Fahrwerk hoch erstmal wieder rein. Ja, ja, ist schon. Sollte reichen. Ja, die fliegt sich eigentlich recht gutmütig. Ja, es geht, geht. So, Gas weg, genau. Ja. Jetzt gehst du auf ungefähr 30-40%. Ja, ja. Klappen raus, Fahrwerk raus. Und Landeklappen. Jetzt kannst du runtergehen vom Gas. Langsam. Ja, ja, ja. So bei 2.10 am besten halten. Wieder ein bisschen Gas geben. Ah, so sieht es, das sieht gut aus. Und ruhig ein bisschen runter schon. Drücken. Ja, ja. Und Gas weg. Ja, ja, sie kommt. Ja, gelandet. Yeah. Aber ist was anderes als die mittleren Bomber oder so, weißt du? Das ist ja, schon, das ist schon anders. Ist schon deftig. Also, gut, das ist auch schon ein Riesenteil für damals gewesen, wo die das Ding gebaut haben. War es schon kein kleines böhmische Flugzeug, gell? Nee, das ist groß. Ja. Also wie die Lenker ist das auch eigentlich riesengroß, die Dinger. Ja, ja, ne, die waren für damalige Zeit ja schon groß, ne? So, da greife ich jetzt meine Basis wieder an, ne? Am besten. Und zerstöre die. Ja. Eieiei, sieht aber auch nicht gut aus für uns. So, bin bereit. Bomber ist am Starten. Also wir haben noch zwei Jäger und ich. Und der Gegner? Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Flugzeuge. Das müsste alles Jäger sein. Ah, fuck. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Aber wir sind nicht belohnt geworden, wenn wir nicht auch aussichtslose Missionen angenommen hätten. Annehmen würden. So rum. Scheiße. Fahrwerk. Einfach. Unnötige Luftwiderstand bei so einem Pferd. Lassen. So. Ach, und die Landeklappen, Startklappen, gehen die automatisch weg oder muss ich irgendwas drücken? Nee, F. Zum Anklappen einfach. Steht jetzt Kampf? Eingefahren. Ah, okay. Das sind mehrere Stellungen. Muss ich mir erstmal an die mehreren verschiedenen Stellungen gewöhnen. Also Kampfklappen, ja, willst du schon? Wie gesagt, Plus und Raute müsste, glaube ich, ein- und ausfahren sein. Weil manchmal hat es die automatisch eingefahren, also bei den Jägern, weißt du? Startklappen. Oder hatten die gar keine? Das will ich jetzt gar nicht. Ich glaube, du kannst es auf automatisch stellen, deswegen, aber. Im Start zumindest. Soll ich versuchen, ein bisschen an Höhe zu gewinnen?
La Moteur. Übrigens, nur noch du bist da. Oh nee, ne? Ja. Oh nee, ne? Ja. Oh nee, ne? Ja, da kannst du gleich mal versuchen, einfach geradeaus zu fliegen. Schön einleveln. Und wenn sie kommen, deine Schützenansicht benutzen. Haben die das hinten Flak? Nö. Du deutest auf mein Ziel ein bisschen tiefflugmäßig durch und dann versuchst du zu ballern. Aber du steigst auch immer noch. Naja, auf ein paar hundert Meter nicht. So, oder? Die BF 109 kommt schon zu dir, 7 Kilometer. So, Schützenansicht, oder? Ich habe bloß einen oben, oder? Ach ne, ich kann alle, ne? Macht's dann. Oder was? Alle, du musst bloß in die richtige Richtung gehen. Halt. Wo ist die BF 109? Ne, das ist die Tower. Wo ist die? Zu dir rechts. Die sind deutlich schwerer zu treffen als mit normalen Geschützen. Ah, Alter. Okay. Fliege auseinander gerade. Hilfe! Hilfe! Ah! Leute, springt raus! Springt raus! Ja! Nein! Ah! Ist doch so gut wie neu, Mensch. Ja, und schießen und die Überlebende ab, du Arschloch. Ja, so sind sie. Ein Arschloch. Ein Arschloch. Eine schnelle Runde. Irgendwas eine schnelle Runde, ja. Kann man noch machen. Wir sind jetzt erst bei 16 Minuten. Nee, einfach nochmal das Gleiche. Okay, warte. Kann ich wenigstens an. Doch. Bombe, 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 Bombe. Ach nee. Fehlen mir noch 3 Stück. Ich kaufe das jetzt. Ich habe noch 3 Goldinen mehr. Andere Bomben wenigstens. So. Gut, schnell. Jetzt werfen wir alles auf ein Ziel ab. Auf jeden Fall. Ja. Dass die wenig weg sind, da gibt es ja schon ein paar Punkte. Yep. Ja, das ist doch gleich eine Düren. Hörtgen. Das Düren. Hörtgen-Operation. Genau. Eschweiler Aller aus dem Hörtgenwald. So, jetzt habe ich, ja, ich kann jetzt zweimal 2000er. Na los, nehme ich das jetzt. Ja, die habe ich auch. Ihr wirft auf ein Ziel ab und dann verschwinden wir schnell wieder. Ja. Auf die Jungmannsmann, Mond über Regel 7. Ich bin hinter dir, über dir. Ich sehe es. Der kommt gerade an. So, auf ein Ziel, welches Ziel wollen wir machen? Müssten 2 nebeneinander sein. Nein, ich sehe gerade 2. Wahrscheinlich eigentlich noch ein drittes kommen. Da, ja. Okay, wir fliegen. Ja, einer das rechte und einer das mittlere, oder? Wir fliegen die beiden in der Mitte an. Ja. Und hier, die beiden rechten. Die beiden rechten. Ah, okay. Ja, einer hat sich schon gesichert. Okay, ne, wollen wir dann das linke nehmen? Also das rechte, aber das zweite? Ja, du, das rechte, zweite. Ich nehme das mittige. Okay. B25 ist egal, die kann macht es eh nicht ganz kaputt. Ja. Yeah. Wohl eventuell. Aber wollten wir jetzt zusammenbleiben eigentlich? Ich habe noch eine zweite B17 hier. Ja, okay. Der Hosenstaat ist
Oder was? Einstecken. Nee, hinter mir. Naja, die fliegt in deine Richtung. Die ist auch noch hinter mir. Bom, the Monk. Donau 217, 2. Untons. So, die B25. So, ich hau aber alles ab, oder? Was meinst du? Ja, ja, alles raus auf Endziel. Alles raus. Ich werfe hoch auf das hier komplett ab und dann verschwinde ich wieder. Es ist ja schon wieder der mit seiner Scheiß. Ja, die Gegner sind wieder dieselben. Hm. Ich werde gleich wieder abgeschossen. Aber ich werfe jetzt meine Bomben ab. Meine Bomben sind alles. So, Manu. Schon wieder der Wechsel. Nee, ne? Ja. Ah, eine BF-109 unter mir. Das sind dieselben. Scheiße, der will mich jagen bestimmt. Hab ich ja gesagt, sind dieselben. Aber der hat bestimmt die mit der 3 cm Dings in der Nase. Basis zerstört. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin schneller unten wie meine Bomben. Stürzt ab und nimm dir so die Bombe, holst ein. Hey, grüß dich. Ich hab sie erwischt. Ich weiß. Bitte. Sehr gut. Oh nein, Tier! Okay. Ein bisschen dramatisieren hier. Bist du rausgesprungen vorher? Ich bin allein. Hm? Diesmal nicht. Nein, Tier, das kann nicht sein. Ich versuche mal Geschwindigkeiten. Was ist eine P? 1088? Ja. P108B ist ein italienischer Bomber, schwer. Ach, 108B? Ich hab 88 gelesen, ich Rindvieh. Ah, okay, sorry. Italienischer Bomber, cool. Ich muss mir die mal angucken. Da brauche ich wieder, sitze ich wieder 3 Stunden und plötzlich die Flugzeuge an. Viermotoriger italienischer Bomber. Es gibt einen viermotorigen italienischen Bomber? Von rechts kommt eine P47, von rechts kommt eine P47. I see. Los, meine Bordschützen, ballert mal. Nicht zu schnell, du bist zu schnell. Ich bin in dem roten Bereich. 35 ungefähr, dann reißt es ja alles an. Kennst du aus, ne? Ja. Du hast schon alles abgerissen gehabt. Okay, die, ja. Die machen weg. Ja, die haben die Spitfire abgerissen. Fuck. Ich bin zumindest gleich im Flak-Bereich. Ich glaube, das nächste Mal wäre ich leicht. Was? Das nächste Mal leicht in den Sinkflug gehen, um einfach mehr Speed zu haben, um eher low zu sein. Hm. Das könnte ohne Methode sein. Versuchen, mit Höchstgeschwindigkeit hinzukommen. Weil du kommst hin, bevor sie da sind von ihrem Start aus, während sie steigen. Aber wenn die erwarten dich nicht, dass du auf mittlerer Höhe bist. Hm. Na, nein. Nein, das gibt's auch nicht. Ich habe nie aufgepasst. Oh, fick die Hölle. Nein, nicht vor dem Flughafen. Ich wollte gerade eindrehen, um zu landen. Das gibt's aber nie. Die P47 ist jetzt wieder hinter dir.
Komm schon. Du Elende, ich kann ihn nicht mehr machen. Falsche gedrückt. Na Flak, Mensch, mach doch mal was hier. Dämmig nochmal. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. 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 Nee, der ist noch ein bisschen weit weg. Du hast ja kein Höhenleitwerk mehr. Da ist klar, dass wir mit der Höhe. Es geht schon, die dicken Stutzen könnten noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nee, komm schon. Jetzt habe ich Bonus mehr. Hey Leute, wie geht's? Ich sehe die an, ne, alle hinten. Hey, was geht? Hey? Okay. Das ist noch nicht so gut gedrillt, meine Besatzung. Ich kann nicht dafür. Hilfe. Hilfe, Leute, wo sind wir hier? Hallo? Hallo, ja, Vitis. Hallo, 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 hallo. Du kannst ja im Haus mal fragen gehen, ob jemand ein Telefon hat. Ja, dass mich mal jemand hier abholt, das wäre lieb. Ja, ne, das war jetzt eine schnelle Runde. Das war jetzt, naja, jetzt nie so der bombastische Anfang von B17 als MG-Festung. Aber ich muss erst ohne die Besatzung vielleicht ausbauen ein bisschen. Naja. Naja. TH, sagst du dazu? Ja. Ich sag dazu nicht. Ich sag dazu nicht mehr. Wir fahren nächstes Mal vorne wieder Panzer, so. Schnauze voll. Bin nicht mehr. Die sind alle so gemein zu uns. Ja. Na gut, ich bin mal gekommen und sage ciao. Ja, das hier ist auch was. Ciao, ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und TH, was sollen sie machen? Wenn es nicht gefallen hat oder so genervt sind wie wir. Ach nee, andersrum. Wenn sie nicht verpassen wollen, so rum. Wenn sie nicht verpassen wollen, also da würde ich ja sagen, tut am Glöckchen klingeln, spielen, bimmeln. Genau, ja, am Glöckchen bimmeln, klingeln. Ich glaube, das werde ich dann gleich auch so machen, weil ich bin frustriert. Bisschen am Glöckchen spielen, das tut immer wieder die Laune hochheben. Nicht wahr, TH? Genau. Ja, du warst ja katholisch. Also ich meine jetzt auf dem Klingelbeiß, ich reite mich hier wieder rein. Und wenn es euch nicht gefallen hat, bist du... Cut it out.